Hi, mein Name ist Mario und ich habe nun seit ziemlich genau einem halben Jahr das Teddy Smart Lock im Einsatz. Zuerst habe ich es ohne Bridge verwendet und dann aber auch mit. In diesem unbezahlten Langzeit-Review erfährst du nun meine ehrliche Meinung zu diesem Smart Lock, vor allem auch im Vergleich zur Konkurrenz Nuki. Wir reden allgemein über die Sicherheit von digitalen Türschlössern und auch darüber, wie sie funktionieren. Ich hoffe damit, dir hier wirklich alle offenen Fragen beantworten zu können, die du vielleicht noch hast. Ansonsten eben in den Kommentaren. Ich würde sagen, los geht's. Also, die Frage Nummer 1, die es jetzt zumindest kurz zu beantworten gilt. Wie funktionieren solche Türschlösser oder Opener überhaupt technisch? Und wo ist der Vorteil zu normalen Schlüsseln? Also, in der Regel funktionieren diese Nachrüstlösungen so, dass auf der Innenseite des Schlosses immer ein Schlüssel steckt. Auf diesem kommt dann eben das smarte Türschloss. Das dreht dann mit einem integrierten Motor den Schlüssel und öffnet so eben die Tür. Von außen kann man ganz normal weiterhin einen Schlüssel nutzen, wenn man das dann doch lieber mag oder irgendwo einen Ersatzschlüssel liegen hat. Im Alltag kann man aber dann mal eben per Bluetooth mit dem Handy sich mit dem Schloss verbinden und dieses dann öffnen. Wenn man das in der App so einstellt, und das ist eigentlich der Standard, dass man das macht, dann funktioniert das Ganze sogar automatisch. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und volle Hände hast, geht automatisch die Tür auf. Und genau an der Stelle sagen die meisten Leute, das ist mir aber schon unsicher, da dann plötzlich ein Türschloss zu haben, das, was mein Hab und Gut, mein Zuhause sichert, was jetzt plötzlich hackbar wird. Und hier sage ich eines nur immer ganz klar, wenn du dein Handy hast, dein Handy, was biometrisch geschützt ist, was du jederzeit, selbst im ausgeschalteten Zustand, tracken kannst, wo du dann auch noch den digitalen Schlüssel über eine App am Computer etc. einfach sperren kannst, dann ist dein Handy doch viel, viel sicherer als ein Schlüssel. Wenn der weg ist, kannst du den weder tracken noch deaktivieren. Du musst dann deinen Zylinder wechseln. Außerdem hast du immer die Übersicht, wer wann die Tür geöffnet hat. Du kannst sogar Zeiten einstellen, wann Person A bei dir rein darf oder Person B zum Beispiel nicht, falls du vielleicht im Urlaub bist und jemand die Blumen gießen soll, falls du eine Putzfrau hast etc. Dazu kommt, dass das Hacken dieser Türschlösser nahezu unmöglich ist. Und selbst wenn, ist das viel, viel aufwendiger, als mit einem einfachen Schraubenzieher Fenster aufzuhebeln oder ganz normal das Schloss zu knacken. Aus Sicherheitsgründen alleine könnte sich also schon tatsächlich dieses Update auf ein smartes Türschloss lohnen. Aber das ist ja erstmal nur der Vorteil von smarten Türschlössern generell. Was macht Teddy jetzt besonders? Was hebt Teddy von der Konkurrenz ab? Und das ist schlichtweg die Größe, der Fußabdruck an der Tür und die Lautstärke. Denn dadurch, dass wir hier ein kleineres Gerät mit einem kleineren Motor haben, ist der um einiges leiser und fällt auch einfach optisch nicht so stark auf. Das Ganze wird dadurch ermöglicht, dass eben kein vollständiger Schlüssel unter dem Motor eingebaut ist, sondern nur ein kleiner Stummel. Dafür müsst ihr dann entweder den Schlüssel einmal übersägen, muss man wissen, ob man das dann will, oder man muss den Zylinder austauschen. Ich selber setze auch eben auf diese Variante und die ist in der Theorie auch gar nicht mal so kompliziert. Das heißt, man muss da einfach nur eine Schraube rausziehen, den Zylinder austauschen und die Schraube wieder festziehen. Also das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die aus 3 Schritten besteht. In der Praxis ist es ein bisschen was aufwendiger, das Ganze so umzusetzen, weil das ganze Türschloss doch ein bisschen was spacker ist und das eher so eine Fummelsarbeit wird. Ich habe es dabei auch geschafft, so ein bisschen den Schlüssel zu verbiegen, den ich da als Hilfe genommen habe. Und ich bin nicht die einzige Person, der das geschehen ist. Ich konnte das Ganze aber wieder gerade biegen, weswegen das auch kein großes Problem ist. Trotzdem solltet ihr das einfach wissen, dass ihr hier ein bisschen herumfummeln müsst. Am Ende lohnt sich das aber, weil ihr halt eben ein System habt, das darauf ausgelegt ist, zu funktionieren. Ihr habt einen Zylinder mit dem passenden Motor, die auch genauso aneinander befestigt werden können. Und das klappt wirklich erste Sahne. Also jetzt weißt du, warum ein smartes Türschloss relevant oder interessant ist, was der Anspruch von Teddy ist und wie man das Ganze einbaut. Jetzt ist aber die Frage, wie gut funktioniert das wirklich und wie oft steht man doch mal vor einer verschlossenen Tür und muss dann am Handy rumfummeln. Und in einem Treppenhaus insgesamt scheint das Ganze wohl ein bisschen besser zu klappen, denn wenn du gerade auf ein Haus zugehst, ist der Bereich, wo du eben, oder die Zeit, die dein Handy eben hat, sich mit Bluetooth zu verbinden, kürzer, als wenn du ein paar Runden im Treppenhaus nach oben läufst. Dementsprechend ist so ein smartes Türschloss, egal ob von Nuki oder Teddy, in einem Mehrfamilienhaus ein bisschen besser geeignet, wobei das bei beiden ähnlich gut funktioniert, man bei beiden ähnlich oft vor einer verschlossenen Tür steht.
Aber wenn das passiert, keine Sorge, ich stand nie vor der Tür und habe sie dann gar nicht aufbekommen. Spätestens mit dem Handy hat es dann immer geklappt. Sowohl bei Nuki als auch bei Teddy. Und beide haben dann noch zusätzlich so ein Keypad, was man sonst irgendwo im Flur verstecken kann, falls man mal ein leeres Handy hat. So kann man dann einfach diesen Keypad rausholen, einen Code eingeben und dann öffnet sich wiederum die Tür. Das ist quasi, als würde man irgendwo einen Schlüssel verstecken, nur halt mit einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme. Und so kam es bei mir eigentlich wirklich nie vor, dass ich wirklich Frust dadurch hatte. Trotzdem hat Teddy nicht so viele Zubehörteile wie Nuki. Und darauf gehe ich jetzt ein. Denn Nuki kommt im Vergleich mit einer ganzen Produktpalette mit teilweise auch weiteren Sensoren. So vermisse ich unseren kleinen FOB, den wir damals hatten. Und um das zu erklären, was das ist, muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Denn das automatische Türaufspringen klappt wie folgt. Damit die Tür nicht offen steht, wenn du gerade auf der Couch sitzt, gibt es zwei verschiedene Bereiche. Und der äußere Bereich ist dabei quasi der wichtigste. Denn erst, wenn du den äußeren Bereich verlassen hast, kann beim Wiedereintreten die Tür aufspringen. Und diesen äußeren Bereich kannst du auch festlegen, wie groß oder wie klein er sein soll. Aber selbst wenn es auf dem Minimalen steht, kannst du zum Nachbarn gehen, ohne diesen Bereich zu verlassen. Und somit wird auch, wenn du wieder zurückkommst, die Tür nicht automatisch aufspringen. Und dann brauchst du wieder dein Handy, du musst dein Handy aus der Tasche holen, beziehungsweise hast einfach keinen Vorteil von diesem smarten Schloss. Außer eben, du hast diesen sogenannten FOB. Denn dieser FOB ist nichts anderes als eine Fernbedienung mit nur einem einzigen Knopf, nichts anderes als ein Garagenöffner. Den packst du einfach mit, der liegt einfach immer bei dir mit in der Schlüsselschale und wenn du dann kurz in den Keller gehst, kurz Müll rausbringst, nimmst du den mit. Falls die Tür zufällt, kein Problem, du drückst einmal auf den Knopf, musst nicht dein Handy rausgraben, musst nicht am Handy rumfummeln, sondern hast einfach den simpelsten Weg, die Tür zu öffnen. Ein weiterer Vorteil, den Nuki hat, beziehungsweise ein weiteres Produkt, was es im Hause Teddy eben nicht gibt, ist der sogenannte Door Opener. Der wird einfach an die Gegensprechanlage von einem Mehrfamilienhaus geschaltet und wenn du dann unten selber klingelst, dann wird das Klingelsignal eben erkannt vom Opener. Es wird nicht wieder weitergeleitet, dass es nicht oben klingelt und stattdessen wird dann eben über den Door Opener, über die Gegensprechanlage das Türöffnungssignal weitergeleitet und du kannst die Tür einfach aufdrücken. Als letzten Vorteil, den Nuki hat, und das mache ich jetzt auch ganz kurz, gibt es bei Nuki noch einen kleinen Magneten, mit dem man herausfinden kann, ob die Tür angelehnt, zugezogen oder sperrangelweit offen steht. Falls du gerade unterwegs bist und dir unsicher bist, ob du die Tür offen gelassen hast oder ob du dir unsicher bist, ob du vielleicht aus der Entfernung gerade aus Versehen die Tür geöffnet hast, dann kannst du es einfach in der App dadurch sehen. Das hat Teddy einfach nicht, wobei ich auch da sagen muss, genauso wie die ganzen anderen Vorteile von Nuki, dass ich persönlich die nicht brauche. Und bevor wir jetzt also zu meiner komplett subjektiven Meinung kommen, noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor und das sind wir selber. Falls ihr mich jetzt mit dem smarten Türschloss nicht nur vorhabt, eure Schlüssel zu verbannen, sondern auf langer Sicht auch euer Portemonnaie loswerden wollt, dann empfehle ich euch unser MagSafe Wallet. Denn da könnt ihr jegliche Karten reintun, ob ihr jetzt nur im Urlaub die Hotelkarte braucht, ob ihr im Ausland die Krankenkassenkarte mitnimmt oder beim Feiern gehen, ja, den ganz normalen Ausweis da reinpackt. Ihr habt Platz bis zu 3 Karten und zur Not mal sogar auch 4 oder 5 Karten. Ihr könnt dort Scheine reinstecken und habt quasi immer alles direkt mit am Handy, was ihr braucht. Dabei fällt das in der Hosentasche kaum auf. Man merkt gar nicht erst, dass da irgendwas Großes dran ist. Natürlich kommt es auch darauf an, wie dünn eure Hose ist oder nicht. Aber insgesamt ist das ein wirklich schlichtes Paket, was aber zusätzlich dann trotzdem noch einen Standfuß integriert hat. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo am Arbeiten seid, könnt ihr euer Handy einfach so auf den Tisch stellen und ihr habt immer das Display zu euch gerichtet. Face ID erkennt euch, sobald ihr eine Benachrichtigung reinbekommt. Beim Essen, beim Frühstücken könnt ihr das Handy auch quer hinstellen und euch Videos angucken. Beim Kochen könnt ihr immer sehen, was der nächste Schritt ist und so weiter. Also ein super Ding, was ich persönlich auch extrem viel im Alltag nutze und euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ihr kriegt mit dem Code MOKE20 sogar noch 20% da drauf, also checkt unbedingt die Links in der Videobeschreibung ab zu unserem eigenen MagSafe Wallet. Kommen wir jetzt also zu meiner ganz finalen und subjektiven Meinung, ob ich Teddy oder Nuki besser finde. Und auch inklusive meiner Meinung, ob du dir eine Butcher zu kaufen solltest oder nicht. Denn die habe ich bisher vorher außen vor gelassen, weil ich ganz ehrlich finde, dass man sie in den meisten Fällen nicht braucht. Ich selber habe die Funktionen, die Bridge einem mehr bietet, nie genutzt. Denn die Funktionen sind im Grunde exakt dieselben,
Nur, dass du eben auch auf alles zugreifen kannst, wenn du nicht zu Hause bist. So kannst du, wenn du einen Freund eingeladen hast, aber gerade noch im Einkaufsladen festhängst, ihm die Tür öffnen. Aber das kam bei mir nie vor. Von daher, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, irgendwie mal aus der Entfernung auf deinen Türschloss zugreifen zu müssen. In der Regel brauchst du das ja nur, wenn du wirklich vor der Tür stehst. Oder falls du mal abends nochmal das Profil oder die Logs einlesen möchtest, um zu checken, wann war wer zu Hause. Ja, ist vielleicht auch praktisch. Aber aus der Entfernung brauchst du das ja nicht. Von daher spar dir das Geld für die Bridge, hol dir einfach nur das Türschloss, du wirst kein Feature vermissen. Und jetzt die Frage eben Nuki oder Teddy. Und meine persönliche Meinung ist, dass Teddy einfach ein bisschen was angenehmer im Alltag ist, weil es leiser ist, weil es weniger auffällt. Wenn du jetzt natürlich sagst, du willst unbedingt den Door Opener von Nuki haben, ja, dann ist die Frage für dich sowieso erledigt. Natürlich hast du auch ein paar mehr Features bei Nuki, aber ich selber habe sie nie gebraucht und auch nie vermisst. Meine Empfehlung geht also zu Teddy ohne die Bridge, aber ich bin gespannt auf deine Meinung, auf deine persönlichen Anwendungsbereiche. Schreib sie in die Kommentare, ich werde alles lesen und wenn möglich auch kommentieren. Bis bald und tschüss.